Jo, hallo und herzlich willkommen schön. Ach ja, eigentlich habe ich hab ein neues Video von mir, liebe Leute. Ja, heute im Gegenweg, ich kann mir auf den Kikon gelegen. Warum habe ich eigentlich mit YouTube angefangen? Es gibt Leute, die haben mich die Frage gestellt, warum ich mit YouTube angefangen habe, und ich habe gerade im Gegenvideo beantwortet, ich mache einfach die Frage und gehe mal genauer darauf ein, warum ich mit YouTube angefangen habe und wie ich überhaupt auf die Idee kam, YouTube zu machen. Wie ich auf die Idee kam. Viele wissen ja schon, ich mache Kungai Kwaikau und Jackson YouTube. Ich glaube, es gibt ja noch Leute, die mich abonniert haben, die gleich Anfang an dabei sind, bin ich mir glaube ich sicher. Bin mir aber gar nicht sicher, ob jetzt jemand gleich Anfang an dabei ist. Bis auf eine Person, die ist schon lange dabei, das weiß ich. Das ist der Gon Ameige, den grüße ich jetzt auch mal. Hallo Gon Ameige. Du bist schon geil. Du bist schon lange dabei, ja. Du Anfang an dabei bist, weiß ich nicht, aber du bist schon lange dabei. Du bist schon lange, 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 lange dabei. Und ja. So, dann wollte ich jetzt mal erzählen, warum ich mit YouTube angefangen habe, liebe Freunde. Also, ich habe mit YouTube angefangen, weil ein Kollege war, der hat mich auf GG gebracht. Entschuldigung, ich muss kurz nachgepusten. Aber ich geige es nicht auch, ich sag einfach nur, mir ist das egal. Kann ihr euch sehen, ob ich mir nachgepusht oder nicht, das juckt mich gar nicht, weil ich wenig. Weil ich bin ich und verändere mich von niemandem. So, ich habe angefangen, weil ein Kollege hat mich auf GG gebracht. Ein Kollege hat mich auf GG gebracht, ja. Guachir, Koch Kogan und alles. Und ja, ich achier wirklich immer Kogan, ich achier gar nicht viel. Und deshalb habe ich gern, kam ein Kollege und hat mich auf GG gebracht. Und vorab habe ich ja auch immer Videos auf YouTube geguckt. Und dachte mir, ja, was die YouTuber können, das kann ich ja auch machen. Ja, am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, habe ich natürlich Handy-Videos aufgenommen. Viele die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen es, ich habe früher mit Handy-Videos angefangen und ganz früher hieß mein Kanal auch 84KV Neue Nachrichten. So hieß mein Kanal ganz früher. Ist schon lange, 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 lange her, wo mein Kanal 84KV hieß Neue Nachrichten. Und da habe ich kein Handy-Videos gemacht, da habe ich kein Puch-Live-Bean gemacht. Früher war ich ja noch okay mit Puch Live Being und Abo gegen Abo war früher auch noch okay. Was jetzt nicht mehr okay ist, Reiki 9 Community ist liegen ist nicht okay. Puch Live Being ist nicht okay und Abo gegen Abo auch nicht mehr. Und ja, früher war es noch okay gewesen, da hat gar nicht noch jeden ich geholfen auf YouTube und hat noch jeden ich Abo verholfen. Um genau zu sein, das macht gar nicht mehr auf YouTube. Ich habe eigentlich. Und das ist ja auch nicht mehr möglich, wenn das machen Golke oder wenn gar Wiskwalker ein Puch-Live-Bing machen kann, kann passieren, dass gar eigene Verwarnung erhält. Und das wollen wir natürlich alles nicht. Und ja, deshalb. Ja, früher habe ich gerne noch Handy-Videos aufgenommen, also habe ich gerne auf mein Handy irgendwelche Spiele gespielt und habe das auf meinen Kanal hochgeladen. Die Balle-Kick war natürlich noch nicht gebombt, muss ich sagen. Die war richtig, meiner Meinung nach, Gott und Recht gewesen. Gegen nach Kujerski-Balle-Kirk ist besser. Die Balle-Kirk war Gott und Gerst gewesen früher, wo ich angefangen habe. Balle-Kirk war noch nicht so wie Jerke. Gang habe ich früher viele Puch-Live-Bing-Videos gemacht auf meinem Kanal. Gang habe ich. Ja, ich habe früher auch Abo-Abo gemacht, gebe ich zu, habe ich gemacht. Und deshalb habe ich auch viele inaktive Abonnenten, was ich aber nicht ändern kann, liebe Leute. Ja. Dann viele Puch-Live-Bienen gemacht, dann habe ich viele Angang-Videos gemacht, Angang-Videos gegen andere YouTuber, hab viel Beef mit irgendwelchen YouTuber angefangen, hab mich viel gebieft mit irgendwelchen YouTuber, hab dadurch viele Hater bekommen, die immer noch gar sind, wo ich mir denke, ja Leute, irgendwann muss man auch mal vergessen, aber na egal, könnt ihr ruhig weiter mich haten, juckt mich nicht, aber ihr könnt es weitermachen. Aber nach einigen Jahren muss man das eigentlich auch mal vergessen können. Man muss das auch mal vergessen, man muss auch nach vorne blicken und nicht wieder zurückblicken. Was früher war, war früher. Was jetzt ist, ist jetzt. Gehe ich jedenfalls so. Ist meine Meinung. Deshalb. Ich habe früher auch viel Beef mit YouTuber gehabt. Und mit einigen YouTuber vergehe ich mich immer noch nicht, wo ich da auch, ich sage eigentlich,
Weil ich hab ihn nicht gekannt. Irrt. Einmal der YouTuber, ich nenne mal den Namen, der YouTuber Finn Mog Marcel heißt der. Mit dem vergehe ich mich irgendwie immer noch nicht. Weiß ich nicht warum, aber irgendwann muss das auch mal aufhören mit dem Beef, muss ich sagen. Ja, er macht keine Videos gegen mich mehr, finde ich auch gut, gar keine Videos mehr gegen mich macht, aber ich weiß, er hekelt mich immer noch, juckt mich aber nicht. Dann gibt es noch Paul Schock, der letztes Jahr auch Videos gegen mich gemacht hat und der auch immer noch nicht kapiert hat, dass am Anfang auch mal Ruhe in Karton ist und dass am Anfang auch mal Ruhe in der Kirche ist und man gar nicht aufhören sollte, aber naja. Mit dem habe ich früher mal Beef gehabt und der hockt auch wenig auf. Dann gibt es noch einen YouTuber, mit dem ich früher auch mal Beef habe, das ist wie gerade der Gong Amalgel, mit dem hatte ich früher auch mal richtig viel Beef gehabt. Und mittlerweile kann ich mich mit Gong Amalgel wunderbar unterhalten und habe immer noch Kontakt mit ihm und ja, das finde ich gut. Da ich mich immer noch unterhalten kann mit ihm und habe mir auch immer noch antwortet, weil er hat mittlerweile kommt mehr Abo als ich. Und da haben wir immer noch angeworfen, ist der Hammer, muss ich sagen. Liebe Leute. Und ja, wie gesagt, ich habe viel Beef mit irgendwelchen YouTuber gehabt. Habe mich viel mit irgendwelchen anderen YouTuber angelegt. Ich fand gerade früher kommt richtig gut und go auf YouTube. Deshalb, ich habe früher viele YouTuber verfolgt und geguckt und dann habe ich mir auch mal gedacht, ha, dann mache ich mal Handy-Videos, dann habe ich angefangen mit Einkauf-Videos zu machen. Die natürlich negativ auf meinen Kanal ankam, wo ich natürlich viele Crash-Videos habe und wo viele gedacht haben, ha, ich habe von Kankverbot kopiert, wo ich mir gedacht, ja, okay, warum sollte ich das denn nicht machen und ja, deshalb, wo habe ich gemacht, dann habe ich Nachrichtenvideos gemacht, da habe ich dann immer über neue Nachrichten berichtet, die es in der Welt gibt, was natürlich auch wieder negativ ankam, ja. Was natürlich negativ ankam. Ein paar Videos kamen positiv an, ein paar kamen negativ an. Und ja, Goa habe ich dann eben gemacht. Wie gesagt, viele Handy-Videos. Aber bereue ich das jetzt alles? Ein paar Sachen davon bereue ich, muss ich wirklich zugeben, dass ich wirklich schade, dass ich das gemacht habe, aber dann gibt es noch Sachen, die ich auch noch hier muss. Ja, viel in meinem Leben ist passiert, muss ich sagen, ja. Ich bin Kumpf von Jahre alt. Falls die Leute jetzt nochmal fragen, kann ich gar nochmal ein bisschen machen. Ich bin 25 Jahre alt, bin 80% behindert. Mich körperlich, ich habe eine Sprachbehinderung, ich habe noch mehr Behinderungen, aber ich erkläre nicht alles, weil ihr müsst nicht alles wissen, was meine Behinderungen sind. Auf alle Fälle körperlich behindert bin ich nicht. Ich habe eine Sprachbehinderung. Das hört dann auch, wenn ich rede, aber ich kann es nicht ändern, liebe Freunde. Ich imago. Wem es nicht passt, kann G abonnieren. So ist es halt, liebe Freunde. Voll natürlich geil, wenn wir dieses Jahr noch die geilkaugen Abonnenten schaffen, aber ich glaube, Gubigo, das schaffen wir Gubigo niemals, aber naja, voll natürlich geil, wenn ich wieder ein paar Abos machen könnte, aber naja, wenn nicht, dann nicht. Kann ich halt nicht ändern. Ich kann niemanden gar finden, meinen Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, mir ist das auch eigentlich egal. Wenn ich echt nur 100 Abonnenten hätte, ich hätte auch kein YouTube weiter gemacht. Das ist mir auch egal. Ich mache es, weil es mir Erfolge bereitet. Ich mache es, weil es mein Hobby ist. Dann gehe ich nochmal auf eine Frage ein, die mir lässt mal auch kommen, wie geil ich Geld wurde. Warum kriege ich keine Werbung auf keine Videos? Die Frage ist mir kommen mal, weil ich App gegelt worden. Und wo ich mir dann dachte, die Frage kann ich auch mal beantworten in dem Video hier. Ich kriege keine Werbung auf die Videos, weil ich mit YouTube kein Geld verdienen will. Weil nötig habe ich das nicht. Aber ich kann jetzt mit Gummilang Werbung gar keine unterhalten. Ich könnte Werbung halten, wenn ich will, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das ist es. Habe ich nicht nötig. Gang gab es noch. Ein oder zwei Leute, die gedacht haben, mach auch einen eigenen Workshop auf, wo wir deine eigenen Sachen verkaufen, Kuchen und alles. Da muss ich auch noch was gucken. So was wollte ich nie machen, nie im Leben. Weil, bis jetzt habe ich noch nicht genügend Abos dafür. Das ist aber Punkt Nummer 1.
Vielleicht habe ich noch nicht genügend Abo. Dafür ja morgen einen Workshop aufgemacht mit ordentlicher Anki oder Work. Habe ich noch nicht genug Abo dafür, habe noch nicht genug Reichweite dafür. Deshalb, es lohnt sich einfach nicht. Deshalb. Und wenn ihr mich geporken wollt, könnt ihr mich kochen noch geporken. Dann müsst ihr nur im Fortnite meinen QR-Code eingeben. Da geht auch nochmal in die Kanalinfo, falls ihr das machen wollt. Damit könnt ihr mich geporken und ja. Deshalb. Oder wenn ihr mir was Gutes kommen wollt, könnt ihr mir auch PRN-Guthaben schicken, also PRN-Karten. Dann könnt ihr mir PRN-Guthaben über WhatsApp schicken oder ja. Wenn ihr mir auch Gutes kommen wollt. Das müsst ihr wissen, oder ihr schenkt mir im Fortnite irgendeinen Charakter oder irgendeinen Emote oder irgendwas. Wenn ihr mir auch Gutes kommen wollt, könnt ihr mir einfach schenken im Fortnite, wenn ihr wollt. Müsst ihr natürlich auch nicht, ist alles freiwillig, wie gesagt. Ihr müsst es nicht, ich habe es auch nicht nötig. Ich kann mir auch alles selber holen, was ich brauche. Und ja, Werbung wollte ich nicht halten auf meinem Kanal, das wollte ich nie machen. Und ich hoffe mal, dieses Video hier war hilfreich. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über meine Schulzeit und so weiter und fort, dann kann ich gerne nochmal ein Video machen. Bitte schreibt mir nicht in die Kommentare, bitte schreibt mir gerne bei WhatsApp. Meine Community-Handynummer ist in der Kanalinfo, weil auf die Kommentare achte ich meist nicht, bin ich wirklich ehrlich. Ich gucke da kaum noch bei Kommentaren, ich lese die kaum. Deshalb antworte ich euch lieber bei WhatsApp, wenn ihr noch einfach wissen wollt. Schreibt mir einfach bei WhatsApp über meine Community-Handynummer. Meine Community-Handynummer ist in der Kanalinfo und da könnt ihr mir übergeben. Und da wollte ich natürlich gerne auf eure Fragen eingehen. Und wenn es viele Leute gibt, die viele Fragen über meine Schule und alle haben, Schulzeit und so, dann wollte ich natürlich darauf auch eingehen und wollte auch nochmal ein Video machen. Falls ihr folgt, schreibt mir auf WhatsApp. Und dann ist wunderbar alles. Ich weiß, die Kriege, wo ihr viele Dislikes bekommen, aber ich immer so, kann ich nicht ändern. Ich weiß, ich gehe nicht gut auch. Ich weiß, meine Haare sind nicht gemacht. Ich weiß, ich gehe auch wie ein Obachloger. Penner, aber ist mir egal. Meine Haare sind nicht gemacht, meine Zähne sind nicht gepucht wie ein Gehenkurk. Die gehen auch wie durchge Obachloge, meine Zähne. Meine Haare sind nicht gemacht und ja, mein Bart ist auch nicht gemacht und ja. Kann gar nicht ändern, Leute. Ich bin einfach gefaul in Gigachen, gebe ich offen zu, bin gar gefaul Kuh. Und ja. Ich weiß, wo ich auch nie enge Freundin bekommen, aber ist mir auch egal. Brauche ich nicht. Weiber kochten sowieso nur Geld. Mehr nicht. Ich hing euch nur das Geld auch in eure Kache. Mehr ist das nicht. Und wenn alleine, wie gesagt, wenn alleine. Alleine kann ich mein Geld auch. Alleine kann ich mein Geld auch geben und da brauche ich nicht ordentliche Weiber für. Deshalb habe ich nicht nötig. Und da bleibe ich lieber alleine und genieße mein Leben. Und falls ich noch fahren oder gewohnt alleine zu Hause oder was auch immer, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Nein, ich wohne nicht alleine, ich wohne bei meinen Eltern noch. Wohne noch zu Hause bei meinen Eltern. Und ja. Und mir gefällt das auch zu Hause. Bei meinen Eltern gefällt es mir und ja, ich wohne nicht alleine. Da könnt ihr euch denken, was ihr wollt von mir, ist mir auch real. Und weil erst mal noch jemand, ich kommt mir gar noch was hin, weil erst mal jemand gefragt hat, ob ich mal irgendwann, ja, wegen Auge früher kein alles, hab ich ja mal gar gehabt. Nein, ich wollte nie ein Auge früher kein haben, das ist wegen meiner Behinderung, wo ich nie ein Auge früher kein haben, wo auch nie mit Auge fahren können, nur als Beifahrer, wie gesagt, als Fahrer nie, weil ich ja noch eine andere Behinderung habe, aber die nenne ich euch jetzt nicht, weil ich noch andere habe, weil ich muss euch nicht alle hier erklären. Und falls ich noch letztes Mal noch jemand gefragt habe, arbeitest du überhaupt, oder warum bist du so oft am Schocken und warum bist du so oft online, da haben auch noch mal Leute letztes Mal mich gefragt gehabt, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Nein, ich arbeite nicht. Ich arbeite nicht und ich bin auch kein Hartz-IV-Empfänger, falls ich viele denken sollten, bin ich nicht. Aber Gaku habe ich auch ein bisschen Video gemacht, warum ich nicht arbeite und warum und so weiter und so fort. Da habe ich ein bisschen Video gemacht, das habe ich euch hier in der Videobeschreibung verlinkt, liebe Freunde. Guckt euch da einfach an. Dann wisst ihr, warum ich nicht arbeite und alles, der Fisch gegangen.
Und ja, wo ich mein Geld habe, hier, gach Frischgegang auch, gach erkläre ich alles in dem Video, habe ich hier unten verlinkt und guckt euch da einfach an und dann, ich guck. Gut, gach fragt mich im Video, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die einfach über WhatsApp, über meine Community-Handy-Nummer, da wo ich euch antworten, oder über PRN, da wo ich euch auch antworten, gach mich ihr wissen, wo ich vorgaben bis zum nächsten Mal angefragt gekommen. Und ich bin Rauch.